So, hallo und willkommen zurück jetzt hätte ich schon fast gesagt Lara Croft und irgendwas, zu Tomb Raider natürlich, dem ersten, dem einzigartigen Ursprung allen Übels, nein. Tut mir leid, dass am Anfang immer beim Levelübergang und so immer ein, zwei Sekunden fehlen. Zum Beispiel, wie die Tür aufgeht, das sieht man jetzt leider im Video nicht, weil ich muss die Aufnahme ja abbrechen für den Fall, dass Zwischensequenzen kommen. Ich hoffe, es kommt keine Zwischensequenz. Wow, Alter! Ich hab grad. Wo sind die Tasten? Ich hab grad ein Problem mit der Steuerung. Ich sehe vor allem nichts. Und ich bin gleich tot. Alter! Dreck! Das war ja der größte Scheiß grad. Ich hatte gerade die He Finger auf voll den falschen Tasten. Also es waren einfach komplett die falschen Tasten. Da muss ich mich noch. Da muss ich erstmal speichern. Boah, meine Herren. Ich fürchte, das wird noch ein paar Mal öfter passieren, weil die Steuerung halt einfach so völlig anders ist, als man es gewohnt ist von den neuen Spielen. Eine Maus gibt es hier zum Beispiel nicht. Man läuft mit den Pfeiltasten, zieht die Waffen mit der Leertaste, springt mit Alt und benutzt Gegenstände oder schießt mit Steuerung. Und das ist halt wirklich sehr ungewohnt. Wow, ein Bär! Fuck you! Steck die Waffen ein. Lauf! Alter! Ich will da hoch! Boah, auf den war ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Scheiß Bär. Na gut, dann. Deswegen muss man speichern. Boah, Alter, scheiß Bär. Ich dachte, ich guck da mal eben rein. Ist echt schwierig, wenn man es länger nicht mehr gespielt hat. Dann wollte ich mich schnell da oben hochretten. Hat natürlich nicht geklappt. Naja. Also ein bisschen vorsichtiger hier. Am besten gleich nochmal speichern, weil man weiß ja nie. Ja, Fledermaus. Lass dich halt von der Fledermaus totknabbern. Was geht? Okay, hier geht's in die Mitte. Oh, Wölfe. Ist schwierig noch mit dem Ausweichen. Ich bin ja sowieso so ein Ausweichprofi. Ups. Hier ist eine Tür. Da gehe ich jetzt mal noch nicht hin. Ich laufe erstmal außen rum und räume hier auf. Ich muss ein bisschen aufpassen. Sonst bin ich gleich tot. Und auf jeden Fall, bevor ich zu den Bären reingehe, speichere ich auf jeden Fall nochmal. Ich habe immer noch so einen Hustenreiz. Der ist echt nervig. Das sind zwei Blöcke, kann ich nicht hochspringen. Okay, jetzt bin ich einmal rum, dann speichere ich jetzt nochmal. Weil ist wichtig. Wie gesagt, wenn man stirbt, muss man vom letzten selbst gesetzten Speicherpunkt wieder anfangen. Und wenn man da keinen setzt, hat man Pech gehabt. So, was mache ich jetzt mit dem scheiß Bären hier?
Eine andere Waffe habe ich leider noch nicht. Alter, der ist zu schnell für mich. Der erwischt mich immer, der scheiß Bär. Aber diesmal hat er mich wenigstens nur kurz mal angeknappert. Nicht wieder halb tot gebissen. Hier ist nichts. Da spielt schon wieder jemand Counter-Strike. Ich glaube, das Spiel ist fast ein bisschen hell. Counter-Strike, falls es jemanden interessiert, habe ich ja nie gespielt. Habe ich auch nicht vor. Ich bin kein so ein Multiplayer-Shooter-Spieler. Ups. Ist nicht so meins. So, planschen gehen wir jetzt mal noch nicht. Ich hoffe, ich übersehe nicht zu viel. Weil alles, was man übersieht, kann einem potenziell das Leben retten. Also, könnte einem das Leben retten, wenn man es mitnimmt. Aber dazu muss man es natürlich mitnehmen. So. Oh. Okay. Mal, ich hoffe, ich komme darüber. Ja. Hat geklappt. Sonst hätte ich mir den Block da unten rausholen können. Kein Geheimnis. Um mit dem da hochzukommen, wäre aber nur unnötiger Mehraufwand gewesen. Man muss auch leider jedes Kästchen einzeln schieben. Durchgehend schieben kann sie, glaube ich, erst ab dem vierten Teil. Im dritten kann sie es, glaube ich, auch noch nicht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es geht erst ab dem vierten Teil. Es dauert natürlich jetzt ein bisschen länger, aber ist ja nicht so tragisch. So. Hä? Ach, gucke mal, was da liegt. Gucke ich erstmal hier. Hier liegt der Schlüssel. Die waren früher auch noch etwas größer. Und ein, ich weiß gar nicht, was es ist, irgend so ein Götze. George. So, hier hoch. Oh, ich habe voll den Kloß im Hals. Das ist echt scheiße gerade. Das ist immer so ein Hustenreiz. Ich hätte mir vielleicht meine Bonbons holen sollen. So, die Frage, die ich mich jetzt frage. Diesen Klotz. Nee, den kann ich nicht rausschieben. War mir gerade nicht sicher, ob es so was Ähnliches gibt wie in Anniversary, so ein ähnliches Secret. Aber nachdem ich den nicht rausschieben kann, hat sich das schon erledigt. So, ich könnte jetzt schwimmen gehen. Ich habe einen Schlüssel. Die Tür da kriegt man auch irgendwie auf. Ich weiß allerdings nicht wie. Da. Da hinten war ich drin. Bin ich da überall rumgelaufen? Na gut. Hierfür ist der Schlüssel. Ich speichere mal nochmal. Bevor ich die Tür aufmache, weil ich nicht weiß, was mir da entgegenkommt. Okay.
Spring mal da ins Wässerchen und guck mal, was es da gibt. Ich weiß es nämlich alles nicht mehr. Schwimmen ist auch nicht so einfach, wenn man es lange nicht gemacht hat. Ersaufen geht dafür ganz besonders gut. Oh. Okay. Ich hoffe, hier kommt eine Lüftungsklappe. Ja, Gott sei Dank. Ich bin hier nämlich schon mal ersoffen. War nicht so angenehm. Wo bin ich denn hier? Bei einem Geheimnis. Das ist doch schön. So. Und ich gehe gleich nochmal planschen. Dieser Schalter öffnet die Tür. Ah, das ist die Tür, wo ich gerade, die ich gerade angeschaut und mich gewundert habe. Jetzt gehen wir nochmal planschen, weil hier unten liegt doch bestimmt noch irgendwas rum. Was ich wahrscheinlich übersehen werde. Ganz elegant. Versteckte Hebel an Säulen sind ja auch immer sehr gern gesehen. Wenn man sie denn sieht. Hier so einer zum Beispiel. Weil ich nicht weiß, was der macht. Ah, ich glaube, da muss ich in die andere Richtung schwimmen. Ich hoffe, ich schaff's zurück. Ich muss da erstmal Luft holen. Uah, Steuerung, schwierig. Das da rechts oben ist übrigens unser Sauerstoffbalken. Was sich der ein oder andere wahrscheinlich schon gedacht hat. So, kurz auftanken. Und weiter geht's. So. Okay. Ich hoffe, hier kommt nichts Böses, was mir wehtun will. Nein, ein Geheimnis ist es mit. Puh, ich weiß gar nicht, was das für eine Munition ist. Gibt natürlich auch verschiedene Waffen hier in dem Spiel. So. Ein paar Geheimnisse haben wir mitgenommen. Dann können wir ja jetzt wieder uns unserem eigentlichen Ziel widmen. Hier war der. Ne, das war der Hebel. Wo war denn der Schlüssel gleich wieder? Wo war denn die Tür mit dem. Hier? Ja, hier. Also speichern. Das Übliche. Ich kann es nur wiederholen. Ich werde das oft tun. Ich tue es. Ich mache es sogar so. Bisher mache ich es sogar viel zu. Wow. Viel zu selten. Ich müsste es viel öfter machen. Müsste wirklich alle 2 Meter müsste ich hier fast speichern. Und ich gehe mal davon aus, dass ich das auch nicht rausschneiden werde. Oh! Habe ich gerade die Hand. Die Hände von der Tastatur genommen, um mich anders hinzusetzen. Da kommt da so ein Wolf daher. Ist wieder super Timing. So. Aua. Oh, ich hocke jetzt schon den ganzen Tag hier rum. Das wird mit der Zeit ein bisschen unbequem. So, gibt's hier noch irgendwas Hübsches? Zum Einsammeln? Au. Nein, das ist sehr schade. Nimm mal die Waffen in die Hand, mein Mädchen.
So. Diese Stelle dürfte dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt vorkommen. Aus Anniversary. Ist nischt. Weil teilweise haben sie es doch sehr gut, sehr ähnlich hingekriegt. Natürlich nicht komplett ähnlich, weil das wäre ja auch ein bisschen zu viel des Guten, die Pixeloptik hier zu übernehmen. Stehe ich denn richtig? Ich sehe gar nicht, wie ich stehe. So. Weiter nach oben. Mederfläuse. Okay, vorsichtig. Früher habe ich mich ja bei dem Spiel mega gegruselt, vor allem in den späteren Levels. Wenn man dann in Atlantis ist, Nadlas Min und so weiter. Das war voll gruselig. Voll gruselig. Apropos gruselig, ich habe hier noch Aliens, Colonial Marines. Ich kann es gar nicht aussprechen. Das muss ich auch noch spielen. Ich hoffe, das ist cool. Ich hoffe, es ist nicht allzu gruselig. Sonst. Ich will da nicht rumquietschen wie so ein kleines Mädchen. Nimm. Huch. Ich werde aber, wenn ich es spiele, vermutlich das ein oder andere Mal erschrecken und rumquietschen wie ein kleines Mädchen. Aber das passiert mir ja in anderen Spielen auch. Das muss nicht unbedingt Horror sein. Wenn man nicht drin ist und nicht vorbereitet auf das, was kommt, dann passiert das eben mal. So. Einmal hier entlang. Ach du. Schreck. Ja gut, ist nicht so tragisch hier. Es sind halt wegbrechende Plattformen, die man nicht nutzen müsste. Man kommt auch ohne die noch hoch. Apropos, ich sollte mal wieder speichern. Ich wollte gerade irgendwas sagen, was mich daran erinnert hat, dass ich speichern muss, und dann habe ich es vergessen. Was ich sagen wollte. Also, egal, war nicht so wichtig. Wow. Komme ich da rüber? Ja, gut. Ich bin mir manchmal noch nicht ganz sicher, ob ich rüber springen kann oder nicht. Kann die Entfernungen hier in dem Spiel noch nicht so ganz einschätzen. Ist einfach zu lange her. Wo bin ich denn hier? Ach so. Okay. Hier liegt nichts. Warum liegt hier nichts? Zieh den Hebel, Mädchen. So. Und dann geht's gleich weiter in den. Scheiße. Das war clever. Trotzdem geht's gleich weiter in den nächsten Abschnitt und ich hoffe jetzt einfach mal drauf, dass ich dann geheilt bin. Ich speichere noch einmal. So. Und dann mal hier hinein. Ich bin noch nicht im nächsten Abschnitt. Nein, bin ich nicht. Ich will mich aber nicht mehr heilen müssen. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht hier auch irgendwas zum Einsammeln gab. Hui, Vorsicht. Ich speichere nochmal. Ich werde noch 500.000 Mal speichern. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht da ein Bär kam oder irgendwas. Oh. Ja gut, vielleicht kam auch kein Bär.
Oh, doch, da kam ein Bär. Juhu. Das ist natürlich super mit meinem 1 Millimeter Leben. Bin ich auf Bären ganz besonders gut zu sprechen. So. Wenn er jetzt hier gleich herkommt, bin ich tot. Zum Glück habe ich gerade gespeichert. Hier geht's nach oben. Ah, gut, hier geht's nach oben. Kann ich ihn vielleicht von hier. Oh, jetzt dachte ich schon, hier oben wäre einer. Hat mich gerade voll erschreckt. Kann ich ihn vielleicht von hier oben abschießen? Ich glaube, die Stelle gab es in Anniversary gar nicht. Beziehungsweise so eine in der Art. Muss noch darüber irgendwie. Wo ist denn der blöde Bär? Der ist hier unten. Okay, komm raus, Bär. Und er ist tot. Super. Sehr gut, sehr gut. Ja, das muss so oft sein, weil ich nicht sterben will. Was gibt's hier noch Schönes? Da geht's nach oben. Liegt hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Liegt hier noch irgendwas? Ich sehe nichts. Einmal nach oben. Ich will gar nicht wissen, wie viele Geheimnisse ich schon wieder ausgelassen habe. Sieht so verdächtig aus hier. Oh! Okay. Uzi? Ich laufe immer noch mit meinem 1 Millimeter Leben rum. Ich könnte mich ja heilen, aber ich hoffe immer noch drauf, dass ich beim nächsten Levelübergang automatisch wieder mit vollem Lebensbalken starte. Das weiß ich nämlich leider auch nicht mehr aus dem Kopf. Deswegen speichere ich gleich nochmal zum. Ist ja erst das 12. Mal. Okay. Jetzt habe ich die Dinger ausgeschaltet. Das bedeutet so viel wie. Weiß ich nicht. Bedeutet, glaube ich, so viel wie hier war noch ein Geheimnis. Was bist denn du? Ach so. Hier bin ich ja reingefallen vorher. Hier muss irgendwo noch was sein. Ich wusste es. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum ich jetzt hier zurückkomme? Komisch. Ich dachte, hier wäre noch ein Geheimnis. Wahrscheinlich war auch eins und ich finde es nicht. Weil ich es nicht mehr weiß. Naja, dann eben nicht. So. Aus irgendeinem Grund muss ich die doch angehalten haben. Naja, egal. Egal. Schade, aber naja. Kann ja nicht alles wissen. Halt. In der Ecke war ich schon.
So, einmal dieses goldene Idol, goldenes Abbild hieß das, glaube ich, auf Deutsch. Hier einfügen. Und dann gehen wir mal hier rein. Yay! Secrets 3 von 3. Jetzt weiß ich erst recht nicht, warum ich diese Schwingbeile ausgeschalten habe. Naja gut, das war dann die City von Vilcabamba, also die Stadt Vilcabamba. 29 Kills, 12 Pickups, 3 von 3 Geheimnissen und die Zeit. Das sind unsere tollen Statistiken, die werden bei jedem Levelende bekommen. Und ich sage jetzt mal bis zum nächsten Mal, weil ich mache jetzt nämlich eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder oder hören uns oder was auch immer. Und bis dann, macht's gut.